Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und wir schauen uns heute gemeinsam diesen ganz besonderen Pflanzenfresser an, nämlich den Iguanodon. Der war ja schon im ersten Teil super interessant, hatte viele einzigartige Animationen. Und ich möchte den mal in diesem Video ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen im zweiten Teil. Ich bin mal gespannt, was der hier alles so drauf hat, gerade auch im Kampf. Aber erstmal schauen wir uns jetzt noch ein paar weitere Skins an, würde ich sagen. Ich habe da mal vier verschiedene zusammengestellt. Das sind aber allerdings noch nicht alle Kombinationen, die man machen kann. Ich habe halt noch nicht alles freigeschaltet. Müsst ihr immer bedenken. Also man kann da noch viel, viel mehr Farbvariationen einbringen. Man kann ja mittlerweile immer die Hautfarbe ändern, dann noch das Muster ändern und das alles so ein bisschen miteinander kombinieren. Bin da mal gespannt, wenn ich alles freigeschaltet habe, wie viele Kombinationsmöglichkeiten man letztendlich dann wirklich hat. Und der vierte für heute. Der hat aber auch fette Pranken, ey. Unglaublich. Also im ersten Teil konnte er zutreten. Der konnte mit seinen Pranken die Dinosaurier greifen. Und. Oh, die machen hier gerade was. Moment. Das wollen wir nicht verpassen. Ich glaube, die fressen gerade gemeinsam Gras. Beziehungsweise haben sie schon. Ich habe die Animation, glaube ich, schon verpasst. Oh, ich glaube, jetzt passiert hier nochmal was. Das vielleicht sozialisieren oder so? Oh. Das war nur so eine ganz kurze Animation, aber ich finde die trotzdem sehr süß. Hier frisst er jetzt, glaube ich, gerade. Okay, der frisst jetzt so. Im ersten Teil hat er mit seiner Hand immer so gefressen, so ganz lustig. Falls ihr euch erinnern könnt. Aber ist wahrscheinlich so ein bisschen realistischer, dass er einfach die Blätter abknabbert. Also optisch finde ich den wirklich schon richtig gut. Aber ich glaube, das ist auch ein relativ komplizierter Pflanzenfresser. Also wenn man den im Park hält. Ich glaube, der macht auch gerne mal Ärger. Der sieht zumindest auch so ein bisschen so aus. Als wenn er so seinen eigenen Kopf hat und den durchsetzen will. Und ich glaube, genauso verhält er sich dann letztendlich auch. Ist aber auch echt riesig. Von den Bedürfnissen her ist der sogar relativ kompatibel mit allen Pflanzenfressern. Das Einzige, was er halt nicht mag, sind Fleischfresser. Deswegen würde ich halt sagen, wir lassen jetzt mal ein paar Fleischfresser in das Gehege hier. Fangen wir erstmal mit diesem kleinen, fiesen Fleischfresser an. Dem Dilophosaurus. Auch ein super cooler Dinosaurier. Da bin ich mal gespannt, ob die auf den Iguanodon losgehen. Oh, hier geht's schon los. Ich hab's fast verpasst. Der Iguanodon wurde schon angegriffen und kickt hier schon den ersten Dilophosaurus runter. Machen wir mal Play. Boah, der hat ja gar keine Chance. Aber die gehen direkt weiter auf den nächsten. Die Dilos sind ja voll die Killermaschinen. Diesmal sogar zu dritt. Komm schon, Iguanodon, wehr dich. Oh, da hinten wurde auch schon einer erlegt. Okay. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft von den Iguanodons. Die haben nicht einen Dilo mitgenommen. Diese Animation haben wir auch noch nicht gesehen, wenn er sich hinsetzt.
Das finde ich ja auch cool. Das geht ja mittlerweile bei JW2. Im ersten Teil konnten die ja immer nur schlafen. Jetzt können sie sich auch wirklich einfach nur hinsetzen und ausruhen. Schlafen können sie natürlich auch noch. Jetzt beginnt aber Versuch Nummer 2. Geht schon besser los. Also der Iguanodon schmeißt ihn hier direkt weg. Du musst zutreten, Iguanodon. Wird hier auch nur alleine angegriffen. Sieht aber schon wieder nicht gut aus für ihn. Oh, wird ihm jetzt hier geholfen? Oh, ich glaube, der andere Iguanodon ist jetzt hier dazwischen gegangen. Sah zumindest ein bisschen so aus. Ja, und ich glaube, das war es jetzt für ihn. Also gegen die Dilos ist er irgendwie chancenlos. Da hat er sich bis jetzt nicht so gut verteidigt. Diese Geräusche. Das ist schon fies. Einen letzten Kampf gegen die Dilos schauen wir uns noch an. Ansonsten gibt es gleich einen anderen Gegner. Ich habe mir wirklich mehr erhofft. Ich hätte echt gedacht, dass der viel mehr zutritt und viel mehr aktiv auch zurückschlägt. Oh, der arme Dilo wurde begraben unter dem Iguanodon. Lebt aber noch. Aber ihr seht ja, der lässt sich einfach bespringen und töten. Schade, schade. Oh, ich glaube, jetzt geht's los. Ich mach mal kurz den Baum da weg, der ist da ein bisschen im Weg. Können wir es besser sehen. Ist ja mal echt praktisch, dass man mittlerweile pausieren kann. Gerade wenn dann auch so Animationen und sowas sind. Oh, er stupst ihn auch so an mit der Nase. Das ist krass, dass der kleine Krühe ihn so wegschubsen kann. Oh, jetzt schlägt er aber endlich mal zurück. Schöne Backpfeife. Was passiert denn jetzt? Hä? Was war das denn? Ja, geile Animation. Hoffen wir mal, dass der Day One Patch sowas alles fixen wird. Jetzt versuchen wir das Ganze mal gegen den Cerato. Mal schauen, wie das ausgeht. Ah, auch hier wird er schön gebissen in die Seite. Und direkt gekillt. Oha. Aber hier gab es wenigstens eine gute Kill-Animation. Also der Iguanodon ist wirklich schwach. Ich habe jetzt hier sogar schon neue freigelassen mit ein wenig Modifikation in Stärke, aber das scheint gar nichts gebracht zu haben. Na, Versuch Nummer 2. Gegen den Cerato. Auch hier geht er direkt down. Das gibt's doch gar nicht. Er zeigt ja gar keine Gegenwehr. Ich werde gerade immer mehr und mehr enttäuscht von dem Iguanodon. Er hat gar keine Chance. Der Cerato ist doch nicht mal so ein mega krasser Fleischfresser. Das mit diesen Fußabdrücken ist auch echt cool. Okay, Rex chillt sich jetzt einfach hier neben. Alles klar. Ich glaube, sie haben sich akzeptiert. Er gehört jetzt dazu. Rexy denkt, er wäre ein Iguanodon. Hä? Was passiert denn hier? Die scheinen sich voll wohl zu fühlen. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt.
Oh ja. Oh. Okay, Rex macht ganz kurz einen Prozess. Das habe ich mir aber schon gedacht. Also wenn da der Iguanodon jetzt gut gekämpft hätte, hätte mich das echt überrascht. Ich bin mega enttäuscht von dem Iguanodon. Sehr, sehr schwache Leistung heute. Ich habe mir viel, viel mehr erhofft. Im ersten Teil war der nämlich echt stark und hat sich echt gegen viele Dinosaurier durchsetzen können. Es war somit einer der stärksten Pflanzenfresser, die auch aktiv sich verteidigt haben. Vor allem, ich habe sogar extra noch hier das Genom modifiziert. Und dann hier bei Kampf 50% Chance auf stark eingestellt. Mehr geht leider nicht, weil ich das noch nicht freigeschaltet habe. Aber die hatten das, glaube ich, teilweise sogar, das, diese Verstärkung im Genom. Ne, der jetzt nicht. Aber einige von denen, bin ich mir sehr sicher. Hier, der hat das zum Beispiel. 30% im Angriff. Hat aber nichts bewirkt. Weder gegen den Cerato, gegen den Kryo nicht. Hm. Gegen Rexy sowieso nicht, aber das war ja irgendwie klar. Ja, ich muss sagen, der Iguanodon ist mir ein bisschen zu schwach. Der war im ersten Teil, hat er mir echt gut gefallen. Hier ist er mehr so das Opfer. So, einen allerletzten Versuch bekommt er noch. Jetzt kann er mich noch vom Gegenteil überzeugen. Sieht gerade nicht gut aus. Nee. Hier ändert sich nichts. Iguanodon, du kannst gar nichts. Ach Mensch, schade, schade. Ich habe mir das echt ein bisschen anders erhofft. Aber so ist das nun mal. Jetzt haben wir es immerhin herausgefunden, dass der Iguanodon Lappen ist. Den Ruf hat er jetzt weg. Wir werden es vielleicht irgendwann anders nochmal ausprobieren. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem eine Menge Freude bereitet. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spielen, denn endlich ist das Spiel auch für euch alle draußen. Und ja, habt Freude. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.